alle Jahre wieder. Weihnachtsbaumkauf ist Männersache, meint mein Mann. Weihnachtsbaumkauf ist Frauensache, sage ich. Was denken Sie, wer recht hat? Mein Mann ist der Ansicht eher. Ich lasse ihn in dem Glauben. Pünktlich jedes Jahr Anfang November, wenn in der Baumarktwerbung die ersten Weihnachtsbäume prangen, gibt es bei meinem Mann kein Halten mehr. Er stürzt sich in die Schlacht. Wie schon gesagt, er ist eben der Meinung, die Sache mit dem Weihnachtsbaum sei und so weiter und so weiter. Also bereist er sämtliche Baumärkte der näheren und nicht ganz so nahen Umgebung. Anfang Dezember gibt es in unserem Umkreis auch dann keinen Weihnachtsbaumarkt mehr, der von meinem Mann nicht persönlich begutachtet wurde. Fast will mir scheinen, dass er jeden Baum als potenziellen Festbaum der Familie Hutschenreuther persönlich begrüßt. Aber ich muss ja keine Angst haben, oh nein, mein Liebster bringt keinen Baum mit nach Hause. Wir brauchen ihn ja erst am 24.12. und bis dahin können folglich noch jede Menge weitere Bäume geliefert werden, die es zu prüfen gilt. Und mein Mann ist sehr wählerisch und sehr korrekt, wenn es um den Preisvergleich geht. Er gehört zu jenen Sorten Männer, die wegen 2 Cent Einsparung bei den Spritkosten sämtliche Tankstellen im Umkreis von 10 Kilometer abfahren. Nein, da muss ich nicht befürchten, dass er mit einer womöglichen Krücke vom Weihnachtsbaum ankommt. Wobei das ja heute kaum noch möglich ist. In der EU ist ja alles genormt, gerichtet, steril und gleichförmig. Egal ob Gurken, Rosen oder Tannenbäume. Ja, zu DDR-Zeiten, da gab es noch Weihnachtsbäume, die richtig nach Wald und Weihnachten rochen. Zwar waren sie oft mickrig, man musste 2 bis 3 kaufen, um sich einen vernünftigen zurechtzubasteln. Zeitweise gab es sie auch fast gar nicht. So dass man für einen Weihnachtsbaumkauf einen Haushaltstag einplanen musste, um mehrmals Stunden anzustehen. Aber der Duft des Weihnachtsbaumes am heiligen Abend in Verbindung mit echten Bienenwachskerzen entschädigte für alle Mühen. Nun, heute hat man diese Mühen nicht mehr, dafür aber auch keinen Duft, außer man benutzt entsprechendes Raumspray. Aber zurück zum Weihnachtsbaumkauf. So circa 14 Tage vor Weihnachten lohnt sich mein Schatz unter irgendeinem Vorwand in jenen Baumarkt, der sich zufällig auf unserer Einkaufsroute befindet, um dann voller Erstaunen festzustellen: Ach, sieh mal da, die haben ja auch Weihnachtsbäume. Jedes Jahr mache ich die wundersame Entdeckung aufs Neue. In der Vorweihnachtszeit werden auf einem Baumarkt neben Tapeten, Nägeln und Werkzeug auch tatsächlich Weihnachtsbäume verkauft. Ehe mein Mann zur Besinnung kommt, habe ich ihn samt Einkaufswagen in Richtung Fachabteilung für Weihnachtsbäume geschoben. Dann erhält er einen direkten Auftrag. Schau doch bitte, ob ein kleines Bäumchen für uns dabei ist. Zielgerichtet strebt mein Mann zu den Prachtexemplaren von 3 Metern Höhe und 2 Metern Durchmesser, ungeachtet der Tatsache, dass wir in unserem Mini-Wohnzimmer einen Deckendurchbruch schaffen und die Möbel ausräumen müssten, um so ein Bäumchen aufzustellen. Jetzt, ungestört von meinem Mann, suche ich mir bei den kleinen Bäumchen meinen Wunschkandidaten aus. Ich werde ziemlich schnell fündig und halte es hoch. Liebster, wäre nicht das etwas? Erwartungsgemäß bekomme ich zur Antwort, was ich mit so einem mickrigen Gräbe wolle. Nun stelle ich mein Bäumchen wieder hin. Nach ein paar Minuten nehme ich es wieder vor und frage: Und, wie wär's mit dem? Jetzt wird es zumindest mit Blicken bedacht. Mein Liebster mustert es und kommt zu der Feststellung, dies sei besser als das vorherige, aber immer noch nicht das Richtige. Noch ein wenig später bekommt er es zum 3. Mal zu Gesicht und ich entlocke ihm, das Exemplar sei jetzt gar nicht so übel. Heimlich schmunzelnd nehme ich mein Bäumchen, verstecke es hinter einigen nicht so wohlgeratenen Gesellen und dirigiere unauffällig meinen Weihnachtsbaumprüfer zu diesem Versteck. Erwartungsgemäß stapelt er alle Weihnachtsbäume mühsam zur Seite, um dann jenen zu schnappen, den ich zuvor dort deponiert habe. Strahlend und voller Stolz hält er das Bäumchen mir hin. Die schönsten Bäume verstecken die mal ganz hinten, damit die den anderen Ramsch loswerden. Guck mal, so und genau so muss ein Weihnachtsbaum aussehen. Dem kann ich nur zustimmen.
Und wie jedes Jahr lobe ich auch in diesem Jahr wieder meinen Mann, was er doch für einen prächtigen Weihnachtsbaum ausgesucht hat.